Moin Freunde und willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal gibt es keine News, wir reden nicht über Charaktertransfer, sondern ich zeige euch 6 Seiten, die ich nutze, um extern noch ein paar Informationen rauszusuchen. 2 der Seiten nutze ich zum Beispiel, um seltene Items zu farmen oder zu gucken, wo ich welche Items gut herbekomme. Eine weitere nutze ich, um das ganze Glückssystem auszurechnen oder genauer zu gucken, wie ich da was bekomme. Dementsprechend würde ich sagen, haben wir hier in einem Video quasi verschiedenste Dinge, die ich euch erklären kann. Und wir hüpfen einfach mal instant rein hier, treffen uns in der anderen Szene, quasi jetzt. Und als allererstes fangen wir mit der Map an, ja? Map ist eine Sache, ich denke, das ist für euch alle kein großes Thema. Es gibt da mehrere Maps, es gibt auch welche, die komplett auf Deutsch sind. Leider fehlt es da ein bisschen an den Infos. Das heißt, wenn wir jetzt auf die deutsche Map gehen, ich glaube New World-Map ist es oder so, da kriegen wir nicht alle Informationen so raus, wie ich das brauche. Ich finde das UIDA schöner, aber wir kriegen nicht alle Infos so daraus, wie wir es brauchen. Denn ich nutze die Map zum Beispiel eben, um rauszufinden, wo Kisten sind. Das ist eine Sache. Oder eben, um bestimmte Tiere oder Mineralien zu tracken. Aber viel wichtiger, ich nutze die Map auch sehr viel dazu, um Bosse, Elite-Bosse und Elite-Enemies anzeigen zu lassen. Reinzuscrollen und zu schauen, wo gibt es denn hier Elite-Gegner. Zum Beispiel hier in dem Gebiet. Was auch gleichzeitig, wenn wir uns das anzeigen lassen wollen, eine Elite Area ist quasi, also hier ist alles Elite, was hier rumrennt, aber hier sind benannte, besondere Bosse bzw. Gegner, zum Beispiel Lady Genevieve, Little Simon und Arkminister Havelock. Den Havelock müssen wir sogar in Form von einer Quest töten, wenn ich mich nicht irre. Aber wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann sehen wir, das ganze Ding ploppt auf, sagt Boss, Level 35, wunderbar. Man kann ankreuzen, wenn man ihn schon besiegt hat oder gefunden hat. Und er zeigt einem die Unique Drops an. Was jetzt leider nicht so ganz passend ist, weil, wenn wir jetzt auf die nächste Seite gehen, die ich euch zeigen will, die Database, dann können wir hier zum Beispiel eingeben, Genevieve. Da haben wir es. Und sie hat auch gute Drops. Zwar nicht so viele, klar, aber sie hat zum Beispiel auch einen Ring, der episch ist. Und es ist ein super guter Ring für Heiler auf Level 30+. Sogar wahrscheinlich noch bis 45 rum oder so wird der Ring top sein, ja, mit Outgoing Healing, erhöhten Mana, 15 Fokus drauf, wirklich, wirklich, wirklich gut. So lasse ich mir das Ganze anzeigen, ja, und dann gucke ich hier, was haben wir noch, Arkminister Havelock, wenn ich jetzt hier oben eingebe, Havelock, und wir gehen hier drauf, dann sehen wir, aha, der hat natürlich auch Genevieve's Wedding Ring, den kriegen wir da auch. Und gleichzeitig hat er aber auch noch relativ gute Ice Gauntlets und er hat noch einen relativ guten Fire Staff. Da kann man dann überlegen, ob man die Sachen nutzen will, wobei der gar nicht so gut ist. Er hat Constitution drauf. Aber gut, das lassen wir dahingestellt, ob das dann für euch ein gutes Item ist oder nicht. Gleichzeitig könnt ihr auch gucken, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel die Loot Restrictions mit angebt, ja, ab wann man was bekommt. Da wird dann immer angezeigt. Ihr könnt hier per Gearscore anzeigen lassen, weil das ist bei den meisten Gegnern so, was ihr auf High Level bekommt, wenn ihr den tötet, das heißt auf 60. Wenn ihr den auf 60 tötet, könnt ihr hier ein komplettes Tenor-Set zusammen farmen, ja, damit habt ihr dann erhöhten Yield, beziehungsweise kriegt halt mehr, wenn ihr den Häuten, also wenn ihr die Häute weiterverarbeitet, das ist dann so das, was ihr von dem noch holen könnt. Genauso könnt ihr bestimmte Legendaries holen, ab 58 bei ihm. Das ist immer bei jedem Gegner eigentlich so, dass sie auf einem hohen Level andere Dinge nochmal anbieten. Das ist zum Beispiel bei Scratchy, den kennen wir vielleicht aus Windsward unten, aus Windkreis. So, der hat auf unserem niedrigen Level, wo wir da hinkommen, sind wir drauf? Ja, sind wir. Auf unserem niedrigen Level, wo wir da hinkommen, 12+, hat er auch schon ein blaues Item, das ist schon ganz nice. Ja, auf 30 kriegt er dann schon das erste lilane Item. Auf 56 kriegt er nochmal ein gutes lilanes Item. Und dann auf 58 rum kriegt er eben hier auch die Legendaries. Und wie ihr die dann farmt, was ihr für Restrictions habt, die könnt ihr dann hier hinten halt immer nachgucken, ja, was ihr dafür machen müsst. So, das wäre dann der nächste Punkt, wofür ihr die New World Database benutzt. Jetzt haben wir die Map abgehakt, ja, damit macht ihr zum Beispiel dann sowas wie die Enemies euch die anzeigen lassen oder eben nach bestimmten Mineralien suchen und. Finde ich äußerst praktisch, nutze ich sehr viel. Ich glaube, eine Map nutzt fast jeder von uns nebenher. Die Database ist super gut, um sowas rauszufinden. Ja, da kann man dann rausfinden, ob man bestimmte Items eben von bestimmten Gegnern looten kann und kann die dann so ein bisschen vergleichen untereinander. Gleichzeitig haben wir hier in der Database, wenn wir zum Beispiel auf Waffen gehen, ja, wir gehen jetzt hier auf All Weapons,
Dann können wir uns auch die ganzen legendären starken Waffen anzeigen lassen, die zum Beispiel nur gecraftet werden können. Das sehen wir hier hinten und dann, wenn wir da drüber halten, sehen wir auch direkt, was brauchen wir dafür, um das Ding zu craften. Ja, das gibt es dann hier auch. Ist also auch eine äußerst praktische Sache. Da kann man dann auch drauf gehen, dann wird das alles einem angezeigt. Man kann das Rezept aufrufen und sogar hier kann man dann hergehen und gucken, gut, woher kriege ich das denn? Aha, okay, das kriege ich von den Gegnern. Da kann ich hingehen. Das kann ich da farmen. So könnte man dann zum Beispiel seine Max-Level-Waffen zusammen farmen und weiß genau, wo man was bekommen kann. Über die Map könnte man dann wieder gucken, wo sind die Gegner. Ja, das ist also relativ easy, alles miteinander zu verbinden. Deswegen nutze ich die beiden Sachen immer so ein bisschen zusammen und stelle euch die auch direkt zusammen vor. Außerdem haben wir die Tables, auch äußerst praktisch, wie ich finde. Charakter-Level-Tables, wie viel EP man braucht. Gut, okay, es ist so mittelmäßig wichtig, sind wir ganz ehrlich. Da ist höchstens vielleicht die Attribute Respect Cost wichtig, dass ihr hinterher seht, so ab 40 zum Beispiel wird es recht teuer mit 260 Gold pro Respect und auf Max Level müsst ihr sogar 500 bezahlen für jeden Respect. Das ist dann nicht mehr ganz so praktisch, ständig alles zu ändern, aber naja, es ist halt Gold, man kann es halt auch farmen, es sind Taler, ich weiß, dementsprechend nicht ganz schrecklich. Außerdem habe ich hier zum Beispiel das Territory Standing benutzt und habe euch anhand dessen mein Territory Guide gemacht, indem ich euch alles genau erklärt habe, wie man was am besten skillt und was man am besten macht und in welche Richtung man zum Beispiel seine verschiedenen Settlements aufbauen kann, ja, die verschiedenen Städte, dass man eine zum Handeln nimmt, eine zum Wohnen, eine für was weiß ich, herstellen und. Das hatten wir da alles, das habe ich hiermit zum Beispiel gemacht und es gibt hier auch noch die Tables fürs Crafting und Refining, da kann man dann auch genau sehen, was für Boni man bekommt, ab wann und wie viel EP man bekommt, wie hoch die Chance ist, ein extra Item zu kriegen, wenn man höher ist und sowas. Das kann man hier alles auswählen. Finde ich ziemlich praktisch. Zusätzlich hat die Seite noch ein paar andere Extras, wie Tooltips und Guides und sowas. Da brauchen wir jetzt nicht genau drauf eingehen. Ich meine, ich will ja schließlich, dass ihr die Guides alle bei mir guckt, dementsprechend, ne? Muss ich das jetzt nicht zeigen. Aber ist auch noch praktisch. So, jetzt gehen wir weiter zu New World Fans. Und hier gibt es, wenn ihr auf der Home-Seite seid, seht es jetzt ungefähr so aus. Dann gibt es hier den Builds-Tab und auf dem Builds-Tab könnt ihr auf Create Build gehen und dort könnt ihr relativ geil ein eigenes Build quasi fertig machen. Also ihr könnt hier sagen, was für Attributpunkte ihr auf 60 wo rein haben wollt. Es wird auch nochmal genau erklärt, wofür was ist. Ihr könnt hier sagen, ihr wollt zum Beispiel eine Great Axe und was haben wir noch, ein Warhammer spielen. Und dann, das ist das Besondere, weil das kann ja fast jedes Build-Tool, könnt ihr hinterher, wenn ihr das alles ausgewählt habt hier, auf Gear gehen und könnt hier bei Weapons zum Beispiel die ganzen großen Äxte euch raussuchen. Und es geht halt auch wirklich bis zu den grauen, ich sag mal, Billig-Äxten. Und ihr könnt hier auch hergehen und könnt die Hämmer euch raussuchen. Und dann seht ihr genau, was da kommt und ihr könnt sogar hergehen und könnt sagen, ihr packt da noch einen bestimmten Gem rein. Das geht auch. So, dann habt ihr noch Schilder und Armor und könnt das alles perfekt zusammen abpassen. Könnt also auch schauen, wo geht eure Reise hin, was für ein Bild wollt ihr gerne zusammenfahren. Dann habt ihr hier die Items rausgesucht, seht, was das ganze Ding ergibt. Gebt die wiederum hier einfach ein, guckt, wo ihr die bekommt. Ja, sagen wir jetzt mal, wir gehen her und nehmen hier bei der Axt, wir nehmen beim Hammer, ja. Wir nehmen beim Hammer den Fury, den hatten wir ja gerade eh schon. Und geben hier ein, Fury, da haben wir einen. Hammer T5 bekommen wir Bind on Pickup von Chardis. Chardis ist ein Elite-Boss und der befindet sich in, ich glaube, der letzten Inni. Ja, wenn ich mich jetzt hier nicht vergucke. Ich bin tatsächlich noch nicht durch. Ich habe die letzten Innis auch noch nicht gesehen, aber ich würde sagen, das ist die letzte Inni. Oder eine der letzten Innis. Ja. So macht ihr das dann im Optimalfall und könnt euch wirklich genau raussuchen, wo ihr was bekommt und wie ihr das bekommt. Die drei Seiten sind also weiterhin top, auch gemeinsam zu nutzen. Jetzt geht es auf eine etwas andere Nummer, wobei wir fangen mal erst an und machen hier noch Brave Envy, wenn wir da weiterhin beim Sammeln sind. Ja, wenn ihr jetzt hier auf der Map euch rausgesucht habt, was für Items ihr sammeln wollt und ihr wollt da mehr rausholen oder wollt gucken, was ihr mehr rausholen könnt. Zum Beispiel macht ihr euch eine Reise, die ihr euch aussucht, eine Route für Eisen, dann seht ihr hier, ja gut, okay, Eisen in der großen Ader kann drin sein mit 100% Chance, Iron Ore
Ja, mit 10% Chance der kleine Quarzkristall und mit 5% Chance Gemstones verschiedenste. Da sieht man dann hier unten 0,33 verschiedenste Sorten und. Und man sieht auch gleichzeitig, wie viel ungefähr man bekommen kann und wie viele Sachen es gibt, die einfach eine 0% Chance haben. Warum 0%? Weil ihr kein Glück habt. Ja, das könnt ihr hier mit einberechnen. Zum Beispiel auf der Armor, sage ich mal, habt ihr 10%. Dann habt ihr auf der Armor 1000 Luck. Dann habt ihr in eurem Haus vielleicht eine Trophy mit 1500 Luck. Nicht mit 15.000, Entschuldigung. Mit 1500 Luck. Dann ist euer Level 100, ja, weil ihr schon hochgelevelt habt. Und ihr habt das Essen drin für 1450, glaube ich, ist das eine. Und euer Tool hat auch nochmal 4%. So, dann kommt ihr auf eine Maximalwert von 4450 und hier seht ihr, es hat sich einiges geändert. Ihr bekommt eine viel höhere Chance auf den Quarzkristall, eine höhere Chance auf Gemstones, eine höhere Chance auf Mining Resources an sich. Kobalt kann drin sein, Crystal kann drin sein. Das Feeneisen ist weitaus höher jetzt als Chance. White Metal kann mit einer ganz kleinen Chance drin sein. Aber wie ihr seht, könnt ihr jetzt diese ganzen Sachen auf jeden Fall bekommen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr hergeht und sagt, jo, ich gehe jetzt Star Metal farmen. Mit derselben Menge an Luck habt ihr da natürlich nochmal ganz andere Chancen. Ja, da geht dann auch hier die Chancen wieder ein bisschen höher. Da kommen dann, glaube ich, auch die Brilliant-Chancen. Genau, da gibt es dann auch die Brilliants. Die könnt ihr da kriegen. Das dann natürlich zum Beispiel auf Platinum höher, falls die Leute das noch nicht so ganz genau wissen oder ihr das noch nicht genau wisst, dass ihr natürlich bessere Steine eher in den seltenen Silber, Gold und Platin Sachen bekommt und weniger in den normalen. Also Eisen, Sternmetall und Orichalcum hat weniger Chancen auf Sockelsteine wie Silber, Gold und Platin. Wenn ihr also danach sucht, solltet ihr eher diese Edelmetalle nehmen. Jetzt sind wir aber gerade eh schon beim Luck und machen da eine kurze Exkursion rein, ja. Man sieht es hier sehr gut, man kann das sehr gut anzeigen lassen. Ihr habt insgesamt 7 verschiedene Möglichkeiten, euer Glück zu erhöhen. Wir können ja mal gerade alles aufs Maximum stellen, dann sieht man, was euer höchster Glückswert wäre, wenn ihr alles habt auf dem absolut besten Stand. Das ist leider ein bisschen langsam hier, es liegt nicht an mir, sondern an der Seite einfach an sich, weil er es direkt im Hintergrund berechnet. So, und hier noch das Settlement Project. Wir kommen auf einen Maximalwert von 13.382. Höher geht es aktuell nicht mit dem Glück. Wenn wir da jetzt zum Beispiel gucken und wir schauen uns hier die Iron Rain an, dann haben wir insgesamt eine 7%ige Chance auf Fair Iron und eine 1%ige Chance auf Void Metal. Ist, wenn wir so viel Luck zusammen haben, eh nicht mehr unser Ziel, das zu bekommen. Aber dann sieht man so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Also es ist immer noch nicht super, super, super oft, aber man bekommt es weitaus öfters. Jetzt ist es so, auf der Armor habt ihr ja eigentlich keine Werte in Form von 1000 oder 500. Das heißt, auf der Armor ist es so, 1% gibt 100 Luck. Man sieht es auch hier oben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 3,9% habt, habt ihr 390 Luck auf dem Item, 390 Glück. So, auf dem Amulett gibt es das auch, auf dem Tool gibt es das auch, ganz klar. Auf dem Food gibt es diesen normalen Wert, den haben wir da auch schon gesehen, 1000, 1450, 1900 oder sowas, 2000, ich weiß nicht genau, wie die Werte da sind, aber da gibt es in verschiedenen Stärken eben das Glück, was ihr da drauf haben könnt. Die Trophies in eurem Haus, die könnt ihr da auch aufhängen, da gibt es eben auch, da kriegt man noch das meiste her quasi, die verschiedenen Trophäen, die kleinste fängt mit 1500 an, die müsst ihr euch craften und da aufhängen. Und euer Trade Skill, das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt von den 200 eben Level 100 seid im Erze abbauen, dann bekommt ihr da 1000 Luck-Punkte oben drauf, beziehungsweise 2000, wenn ihr es voll habt. Und das letzte ist dann eben das Settlement, da kommt es auf das Projekt an und ob ihr halt ein Haus da habt, soweit ich weiß. Da kenne ich mich gar nicht 100% mit aus, aber ich glaube, ihr müsst ein Haus in dem Gebiet haben und wenn dann das Projekt im Settlement voll ist und ausgelöst ist, dann habt ihr da eben diesen Bonus. So funktioniert das Glück im Endeffekt. Also da gibt es gar nicht viel mehr zu erklären. Und man sieht hier nur sehr gut, was man eben bekommt, wenn man mehr Glück hat. Das Ganze geht auch für verschiedene Bäume. Wenn wir jetzt hierher gehen und zum Beispiel sagen, einen ganz großen Wordwood Tree und wir haben vollen Luck-Bonus, dann haben wir halt viel höhere Chancen, hier auch die Logging-Resources zu bekommen oder eben verschiedene Extras zu bekommen, die man dann da eben farmen kann. Weil ohne Glück, ich kann jetzt mal hier runtersetzen wieder, auf irgendwie einen ganz niedrigen Wert,
Ohne Glück sieht man, ist es nahezu unmöglich. Und sobald wir einen bestimmten Wert von Glück unterschreitet, meistens ist es der Tausenderwert, genau, bekommt ihr quasi nichts. Also ihr solltet immer versuchen, mindestens 1000 zu haben, eher 2000, wenn ihr irgendwas farmt, vor allem wenn ihr irgendwas langfristig farmt, damit ihr eben ein bisschen wenigstens Chancen auf alle Ressourcen habt und ab und an auch mal die seltenen Sachen bekommt. Im Optimalfall versucht ihr natürlich, so weit wie es geht, hochzukommen. Zwischen 5 und 10.000 ist das schon gut für Farmrunden und über 10.000 wäre natürlich das Optimum, ja? Damit haben wir dann auch das Lachs-System direkt mal ein bisschen besprochen und eine Seite, womit ihr das sehr gut euch anschauen könnt. Da sind noch die verschiedenen Plants drauf, das Hemp mit drauf, das Silkweed, Wirefiber, alles, was es so gibt, was ihr farmen könnt. Und dann könnt ihr da schauen, was es da so gibt, ja, wie ihr das am besten macht. Als nächstes haben wir jetzt noch zwei Seiten, die nicht direkt eine normale Seite sind, sondern zwei quasi Excel-Tabellen, über die ihr auch sehr gute Infos bekommen könnt. Hier habt ihr zum Beispiel, ja, auf der Seite, auf dem Trade Skill Recipes Sheet, die Möglichkeit, bei Armor Smithing euch genau anzeigen zu lassen, was ihr wann freischaltet, auf welchem Armor Smithing Level. Leider alles weiter in Englisch. Die wenigsten deutschen Seiten sind so komplett wie die englischen Seiten. Das ist leider einfach so. Man sieht die Station, man sieht, ob man ein Rezept braucht. Man sieht, was man dafür braucht. Also ihr braucht zum Beispiel 10 Tier 2 Cloth und 6 mal Leder und 2 mal Metal. Und später sieht man dann auch, wenn ihr noch mehr Dinge braucht, bis hin zu 7 verschiedenen im Endbereich. Und damit könnt ihr so ein bisschen gucken, was ihr benötigt, wenn ihr irgendwas craften wollt. Gleichzeitig seht ihr auch die Experience. Und falls ihr euch erinnert, wir hatten vorhin auf der Database die Tables, wo ihr zum Beispiel hergehen könnt und sagen könnt, Crafting und Armoring. Und jetzt seht ihr hier, ja gut, okay, wir brauchen 100 EP für Level 2. Aber wir gehen jetzt mal auf ein besseres Beispiel. Sagen wir mal, wir gehen von Level 50 auf das nächste Level. Da brauchen wir dann wieder 11.000. Jetzt können wir hier nachschauen, was gibt uns denn auf Level 50 rum viel EP? Sagen wir mal hier. Satin Rope gibt mir 1050 EP. Was brauchen wir dafür? Farmen wir das zusammen für 11 Mal ungefähr. Das heißt irgendwie mal 11. Mit hier 3 Cloth und Leder und Metall. Und dann stelle ich den Kram her und bin ein Level höher. Ne? So kann man das dann ausrechnen und kann für sich den besten Weg errechnen. Wenn ihr wollt, können wir da gerne mal nachgucken, was sich da am meisten lohnt, wie sich das alles lohnt. Und ich mache da ganz ausführliche Guides. Die werden dann wahrscheinlich über 30 und 40 Minuten gehen. Aber das können wir gerne machen. Das Ganze gibt es hier unten dann für alle verschiedenen Berufe. Da könnt ihr einfach drauf gehen und dann nachgucken, was ihr eben braucht. Und ich finde das sehr praktisch. Ich mache das auch öfters mal, einfach um zu berechnen, wie viele Ressourcen muss ich denn farmen, wenn ich was craften will. Dann brauche ich das nicht immer im Spiel nachgucken, von der Station weggehen oder so. Dann kann ich einfach unterwegs, ah ja gut, okay, ich nehme jetzt mal 500 Holz mit, damit ich eben so und so viel da am Start habe. Ja? Als nächstes hätten wir dann noch die Quest Rewards. Das ist wahrscheinlich, würde ich sagen, die fast unwichtigste Seite. Ich finde sie aber sehr praktisch, weil es gibt ja doch einige Leute, die nicht jede Quest machen, jede Nebenquest vor allem, da mitnehmen. Und da kann man sich dann hier anschauen, was gibt es denn für Nebenquests oder für Belohnungen noch, die ich vielleicht nicht mitgenommen habe. Wir sind jetzt Level 30, sage ich mal, und sind gerade am gucken. Aha, auf Level 30 gibt es wieder eine Quest in Windsward. Die war vorher nicht da. Ja, die ist erst mit Level 30 unlocked. Die heißt The Giant Ones, dann kann man hier drauf gehen, dann wird einem genau angezeigt, welche ist es denn. Catch 8 fish greater than 20 inches. Ja, das heißt, das ist eine Fischfang-Quest und hier sehen wir, was wir bekommen. Wir bekommen da ein Teil, was extra für Fischer ist, wahrscheinlich mit einem hohen Fischerbonus. So, gleichzeitig kann man hier schauen und zum Beispiel, sagen wir mal, Ringe. Ja, wir haben keinen guten Ring, hier könnten wir einen T3-Ring bekommen. Jetzt können wir da sogar draufklicken und sehen direkt, was ist es für den Ring. Und wissen dann, ah, okay, lohnt sich, wollen wir nicht haben. Finde ich, ist praktisch. Ja, wenn ihr keinen Bock habt, alle Quests durchzumachen. Ich spiele sowieso jede Quest. Ich mache überall immer jede Quest mit, so gut ich kann. Ich habe da Bock drauf, aber es gibt ja doch auch einige, die sagen, nee, oh, die Quest finde ich jetzt nicht so geil, ich will lieber grinden oder so. Wenn ihr dann doch irgendwas Cooles braucht oder irgendein bestimmtes Item sucht, könnt ihr das darüber super gut machen. Ja? Dementsprechend sind wir damit dann auch durch. Das ist wunderbar. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Video, würde ich sagen. Also, ja, schaut einfach rein, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis dann, Tschüssikowski und auf Wiedersehen.